Ja, hallo. Danke, dass du mir meine ersten Witze weggenommen hast. Also ich wollte sagen, natürlich ist das Thema meiner Doktorarbeit Bier und Bierschaum. Ich wollte fragen, wer von euch heute Nacht nicht schlafen konnte, aus Angst vor Bierschaumknappheit. Wer von euch konnte heute Nacht nicht schlafen, aus Angst vor Bierschaumknappheit? Ich glaube euch kein Wort. Ja, genau. Also, ich möchte sprechen über die Angst vor Bierschaumknappheit. Und natürlich ist das keine wirkliche Angst, das habe ich erfunden oder abgeleitet von einem Wort, Olfrykt. Olfrykt ist Wikingerdänisch und steht für die Angst vor Bierknappheit. Und man stelle sich vor, dass zwei stämmige Wikinger am Lagerfeuer sitzen, essen blutiges Rentierfleisch und sie haben Angst vor Bierknappheit. Und in unserer modernen Welt gibt es ein ähnliches Wort, nämlich Zenosilikaphobie, und das steht für die Angst vor einem leeren Glas Bier. Und da sieht man schon mal, was die Zivilisation mit uns macht. Im Zuge meiner Recherchen habe ich auch gelesen, dass zu jedem Zeitpunkt ungefähr 0,7% der Weltbevölkerung betrunken sind. Und ich freue mich total, dass so viele davon heute hier den Weg hierher gefunden haben. Also ich kann auch versprechen, es wird bei meinem Vortrag Freibier geben. Ihr seid sehr einfach zu durchschauen. Die Frage ist, warum beschäftige ich mich mit Bier und Bierschaum? Ich bin kein Mediziner oder Psychologe, also diese Angst vor Bierschaumknappheit interessiert mich nicht aus der Perspektive. Ich bin auch kein Brauer, ich bin Lebensmittelchemiker. Und wenn ich sage, dass ich Lebensmittelchemiker bin, dann haben die Leute so ein Bild vor Augen. Das finde ich ziemlich fies, ja, weil es irgendwie so einen aggressiven Unterton hat. Manche Leute, die mir wohlgesonnen gegenüberstehen, die sehen mich dann so. Damit kann ich leben, ein junger, dynamischer Wissenschaftler. Aber wenn ich dann sage, dass ich an Bier forsche, dann sehen mich die Leute so. Und das ist eigentlich auch genau, also dieses Bild zeigt genau meinen Arbeitsalltag. Ich habe noch ein anderes Problem, nämlich wenn ich mit anderen Wissenschaftlern spreche, zum Beispiel Raketen-Weltraumforschern, dann sagen die, Bierforschung, haha, braucht kein Mensch. Aber in Deutschland gibt es ungefähr 20 bis 30 Millionen Biertrinker. Und nur zwei Astronauten. Und ich glaube, die sind beide auch Biertrinker. Und wer mir jetzt noch nicht vertraut, dass die Bierforschung wichtig ist, der höre auf Benjamin Franklin, der soll gesagt haben, Bier ist der Beweis dafür, dass Gott uns liebt und will, dass wir glücklich sind. Also ihr seht, Bierforschung ist wichtig und muss weiter betrieben werden. Und kommen wir mal zum Thema meiner Arbeit. Also wir haben hier zwei Biere. Das eine schäumt gar nicht oder sehr schlecht, das andere sehr gut. Und jetzt ist die Frage, warum oder wie unterscheiden sich diese Biere, dass sie diese Eigenschaften aufweisen? Bis jetzt hatte der geneigte Barkeeper eigentlich nur zwei Werkzeuge, um den Schaum eines Bieres einzustellen, nämlich einen Schneebesen und seinen schlecht gewaschenen Finger. Und wir wollen jetzt untersuchen, was auf Ebene der Moleküle passiert, dass man eben aus einem Bier das andere machen kann, auf natürliche Weise. Als ich mit meiner Arbeit begonnen habe, dachte ich mir, geil, Bier besteht aus drei Zutaten, das wird irgendwie eine einfache Arbeit, habe mich voller Engagement in die Literaturarbeit gestürzt und gesehen, dass im Bier ungefähr 6.000 bis 8.000 Moleküle bekannt sind. What the fuck? Das bedeutet, wir brauchen eine effiziente Strategie, um diese 6.000 bis 8.000 Moleküle voneinander unterscheiden zu können und herausfinden zu können, welche davon für die Schäumung verantwortlich sind. Und wir verwenden eine Technik, die heißt Ultra High Performance Liquid Chromatography, Time of Flight, Mass Spectrometry. Ich sehe schon, die Leute in der ersten Reihe sind wie unser Kollege hier, gerade am Wegsacken.
Und wir Naturwissenschaftler wollen auch, also es ist ein Bandwurmsatz, den verstehen wir meistens gar nicht, deswegen haben wir eine Abkürzung, UHPLC-TOFMS. So, was macht diese UHPLC-TOFMS? Was kann die? Also nochmal, Ziel ist, wir müssen 8000 Moleküle voneinander irgendwie unterscheiden und greifbar machen. Diese UHPLC-TOFMS besteht in der ersten, im ersten Schritt aus einer Flüssigchromatographie. Wir sehen hier ein Molekülsystem, drei Moleküle, rot, gelb und grün. Und wir geben diese Moleküle, diese Mischung, auf die Flüssigchromatographie. Und wir sehen, dass die Moleküle unterschiedlich schnell durch diese Säule laufen. Das heißt, wir können sie am unteren Ende der Säule getrennt voneinander auffangen. Das Problem ist, im Bier, 8000 Moleküle, wir kriegen keine sauber getrennten Moleküle, sondern wir kriegen Substanzklassen oder Gruppen. Das bedeutet, wir können diese einzelnen Gruppen schon mal irgendwie untersuchen, ob sie auf die Schäumung Einfluss nehmen, aber wir wissen immer noch nicht, welche einzelnen Moleküle eine Rolle spielen. Das bedeutet, wir brauchen eine zweite Trenndimension, auf die wir diese einzelnen Gruppen dann auftrennen können. Und dann nehmen wir die Massenspektrometrie. Und wie die funktioniert, werden die Kollegen hier mal erklären. Also wir haben ein Massenspektrometer, das sind die Jungs mit dem Roller. Und das Massenspektrometer beschleunigt die Moleküle auf sehr hohe Geschwindigkeiten. Die Moleküle sitzen im Karussell. Genau. Das bedeutet, das Massenspektrometer beschleunigt die Teilchen und anhand der Flugbahn können wir dann berechnen, wie schwer dieses Molekül ist. Wir können sie unterscheiden. Ich nehme es vorweg, der mit der roten Hose ist leichter. Das heißt, diese Molekülgruppen, die wir in der Flüssigchromatographie voneinander getrennt haben, können wir jetzt in einer zweiten Dimension im Massenspektrometer unterscheiden und wir sehen keine Teilchen überlagert mehr mit dem anderen. Sie sind alle unterscheidbar. Wir können die einzelnen Teilchen jetzt betrachten. Wir wissen zwar immer noch nicht, was das für Moleküle sind, welche Substanzen. Wir nennen es einfach X10, Y15. Aber was wir machen können ist, wir können die Konzentration dieser Teilchen, also wie häufig die vorkommen, in verschiedenen Bieren messen. Zum Beispiel in Bieren, die moderat schäumen. Hier haben wir ein Bier, das sehr stark schäumt und eins, das gar nicht schäumt. Und wir sehen, dass dieses Teilchen X10, Y15 in dem stark schäumenden Bier 3 sehr hoch vorkommt und im Bier 4 gar nicht. Also haben wir schon mal eine Idee, dass diese Substanz für die Schäumung verantwortlich sein könnte. Nochmal vor dem Hintergrund, es gibt 8000 Substanzen im Bier. In diesem S-Plot ist jeder Punkt ein Molekül, eine Molekülart, die im Bier vorkommt. Und der Witz ist jetzt, alle Moleküle in der Mitte kommen in beiden Bieren ungefähr gleich stark vor. Nur die Moleküle am Rand kommen in einem dieser Biere speziell häufiger oder weniger häufig vor. Das bedeutet, diese Handvoll Substanzen müssen wir jetzt betrachten, wenn wir wissen wollen, warum Bier schäumt oder nicht. Und als wir das herausgefunden haben, dass wir nur noch eine Handvoll betrachten müssen, war natürlich Stimmung im Labor. Jetzt möchte ich noch kurz drauf kommen, wie man sich diesen Schaum eigentlich vorstellen muss. Also wir sehen hier eine mikroskopische Aufnahme einer Gasblase. Gasblase. Um eine Gasblase ist eine Protein-Doppelschicht gelagert, die diese Blase stabilisiert. Und Substanzen wie Fettsäuren oder Ethanol können diese Schicht jetzt stören und damit eben den Schaum stören. Und wie es der Zufall will, habe ich ein Experiment vorbereitet. Also, wir haben hier ein Bier. Das schenke ich so ein, wie es auf dem Oktoberfest in München gemacht wird. Okay. Des Weiteren habe ich hier Ethanol und Fettsäuren reingetan. Und ich bin schon mal stolz, dass ich nicht an der Kindersicherung gescheitert bin. Wenn ich jetzt diese Mischung in das Bier kippe, sehen wir mit zeitlicher Verzögerung, ich schütte nochmal nach, dass der Schaum verschwindet. Also später wird da kein Schaum mehr sein. Das bedeutet, diese Substanzen, also ich konnte euch beweisen, dass diese Substanzen verantwortlich sind und, oh ja, genau, das werde ich noch zeigen. Es bedeutet, wenn man so ein Bier haben möchte mit so einer Schäumung, dann darf man
die Fettsäuren, die an den Lippen hängen, nicht in das Bier einbringen. Und ich hoffe, ich könnte euch zeigen, dass es keinen Anlass zur Angst vor Bierschaumknappheit gibt. Und für alles Weitere verweise ich auf unseren Kaiser. Schauen wir mal, dann sehen wir schon.